Ja, also mein Archiv ist eher ein sehr unsystematisches Archiv, kann man sagen. Es ist ein undiszipliniertes Sammeln von Objekten, Dokumenten, Gegenständen. Das meiste stammt aus meinem erweiterten Familienbesitz. Sind Dinge, die dann so also bei mir gelandet sind, von einer Tante oder von meinen Eltern und so weiter, mit denen ich dann eigentlich immer wieder arbeite. Viele der Dokumente bekommen durch unterschiedliche Projekte auch immer wieder eine neue Lesart. Das finde ich das Interessante daran. Also nicht dieses Einteilen in Kategorien oder Disziplinen, sondern das immer wieder neu nutzen und in neue Kontexte bringen. Ja, also Gedächtnis, also Archiv als Gedächtnis auch in dem Sinne, dass ich die Dinge eigentlich immer wieder neu anschaue und durch das Anschauen wieder auf neue Gedanken komme. Ja, Texte schreibe dazu oder jetzt wie hier verschiedene Arbeiten daraus gestalte. Also angefangen hat mein Interesse an Alphabeten eigentlich an dem Moment, wo ich versucht habe, Hindi zu lernen und wo ich ein bisschen dran gescheitert bin. Also es ging darum, eine längere Zeit in Indien zu verbringen und dort mit meiner Tochter auch kommunizieren zu können. Das war schon der Anlass für die Arbeit. Und dann habe ich mich eben mit der Herkunft von Alphabeten und der Entwicklung beschäftigt und fand es total interessant, dass eben zwischen dem lateinischen Alphabet und dem Brahmi-Alphabet, so ein Vorläufer vom Devanagari-Alphabet im Hindi, so Verwandtschaft besteht. Und das habe ich jetzt für mich ausgemacht im Phönizischen. Es gibt natürlich auch noch frühere Schriften, aber dort fand ich das sehr plausibel, dass man eben sieht, wie sich Buchstaben entwickelt haben. Und das Interessante daran war auch, dass eben diese Buchstaben, was ich selbst vorher auch nicht gewusst hatte, eigentlich aus unseren Körpern heraus entstanden sind. Also, dass sie die Buchstaben auch darauf verweisen, auf unsere Rituale, auf die Umgebung, das Haus, betende Hände und so weiter oder das Auge in gewissen Buchstaben. Und diesen Moment fand ich interessant, dann auch so als kapitelgebendes Element im Video, das eben A Well-Spoiled One, eine Wohlverzogene, heißt. Im Weiteren habe ich dann Texte gesammelt, also ich habe quasi die ersten Worte in Deutsch meiner Tochter aufgeschrieben und fand die sehr beeindruckend im Grunde, weil viele Kinder ja sehr kreativ mit Sprache auch umgehen. Und das habe ich im Grunde notiert, sind so die ersten Notationen und zum Teil kommen die im Video auch vor, also es sind Texte meiner Tochter, wenn man so will. Und zum Schluss spannt das Video einen Bogen zu eigenen Texten, wo es auch ums Lernen geht und ums Verlernen, also oder die Kreativität im Schreiben. Offset ist eigentlich, für mich ist es sozusagen verschoben, also es kommt eher von dem Offset im Sinne von verschoben, versetzt oder verschnitten. Also die Fotos sind miteinander verschnitten. Es erinnert an dieses Spiel bzw. Buch. Also ich hatte das als Kind auch, wo man eben zum Beispiel unterschiedliche Tiere werden miteinander verschnitten und man kann immer wieder neue Tiere kreieren innerhalb des Buchs. Und das war für mich eigentlich so ja, Ausgangspunkt in meinem Kopf, das auch zu versuchen mit Figurinen, die ich gesammelt habe, erstmal zu Hause. Der erste Schritt war im Grunde, sie zu dokumentieren, also alles zu sammeln, was einer Figurine ähnlich ist. Also auch Stöcke, Steine, aber auch eben aus dem Kinderzimmer meiner Tochter verschiedene Zeichentrickfiguren, Systemspielzeug und so weiter und die miteinander zu verschneiden. Zudem kamen auch noch Figuren oder so religiöse Püppchen, würde ich mal sagen, die eben in kulturellen Aktivitäten verwendet werden, zum Beispiel in Indien. Da habe ich eine kleine Sammlung von Fruchtbarkeitspuppen zum Beispiel.
Und ja, die sind miteinander verschnitten, also es entstehen dadurch neuartige Wesen, die irgendwo sich bewegen zwischen Natur, Kultur, High Culture, Low Culture. Man könnte auch sagen transkulturelle Wesen zum Teil. Und es war interessant bei der Eröffnung zu sehen, wie die Leute da auch anknüpfen und jeder ganz unterschiedliche Dinge drin sieht und zum Teil auch eine Barbie-Puppe wurde zum Beispiel immer als reeller Mensch gesehen. Das fand ich sehr interessant. Madi Wollau, Schlammsule ist eine Arbeit, die ich dieses Jahr erst fertiggestellt habe, also 2024. Und Ausgangspunkt ist eine Kindheitserinnerung bzw. ein Erlebnis, das ich hatte in der Nähe, wo ich wohnte damals, im Donnenbergpark. Ich war als Kind da sehr viel allein unterwegs. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so üblich. Und das fand ich interessant, dass ich mich da so frei bewegen konnte. Und da gab es dann die Situation, dass die Wiese im Park von so einem Sommerregen total durchweicht war und sich eigentlich schon fast aufgelöst hat. Und ich als Kind mich da regelrecht reingeworfen habe und mich da drin gesuhlt habe, deswegen der Titel. Und dieses Erlebnis fand ich interessant, dass man eben als Kind auch so diese Nähe zur Natur sucht auf eine ganz andere Weise und da keine Barriere eigentlich zwischen diesem Schlamm, dem Gras und all dem. Und die Arbeit nimmt das auf und startet dann einen Dialog der natürlichen Umgebung, also das Erdreich und auch das Gras und die Stängel und alle sprechen zum Kind zurück. Und das Kind ist eben sehr überrascht und aber auch interessiert, so, was die zu sagen haben. Ja, ich habe also diese verschiedenen Charaktere, also das Erdreich ist sozusagen so ein bisschen der Charakter, der alles im Blick hat. So alles spielt sich auf der Erde ab und das Erdreich agiert dann fast ein bisschen wie so eine Psychotherapeutin und die einfach auch alles kommentiert und den anderen gute Tipps gibt. Zum Beispiel der Grasnarbe, die ja sozusagen dem Klima ausgesetzt ist, mehr als das Erdreich, das weiter, so habe ich mir das vorgestellt. Und gibt den Tipp, wie sich die Grasnarbe sozusagen wehren kann gegen diese Klimaproblematik. Ja, was ich interessant finde beim Zugang von Kindern, ist diese Unvoreingenommenheit, dieser kreative Umgang mit Sprache oder mit der Natur oder mit allen Dingen, die sie umgeben und dieses Vermischen. Also im Fall meiner Tochter hat sie ja verschiedene kulturelle Einflüsse und dass sie die auch in sich sozusagen total gut harmonisieren kann. Das finde ich, glaube ich, einen wichtigen Punkt. Und dass man davon auch lernen kann, eigentlich von diesem Zugang zur Welt.